Dass beim Spinning nicht nur Energie verbraucht wird, sondern auch produziert werden kann, können wir im Mediamarkt in Hückelhofen beobachten. Dabei erhalten die Teilnehmer nicht nur erstaunliche Daten über ihre Garmin-Fitnessbänder, sondern produzieren ganz nebenbei noch ein exquisites Frühstück. Fitness-Tracker liegen im Trend. Es sind kleine Geräte, die zum Beispiel am Arm getragen unzählige Messdaten erfassen. Sie geben einen Überblick über die körperlichen Aktivitäten, speichern Informationen sogar im Schlaf und sollen zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen. Im Mediamarkt in Hückelhofen steht ein ganzes Team für Fragen und Informationen rund um die smarten sportlichen Begleiter bereit. Da heutzutage immer mehr auf die Gesundheit geachtet wird, sind natürlich die Fitness-Tracker ein optimales Produkt, um das damit zu unterstützen. Dadurch können die Vitalwerte tagsüber beobachtet werden und auch passend in verschiedenen Farben, in verschiedenen Designs zu den Kleidern ergänzt werden. Die Fitness-Tracker von Garmin, als Band am Handgelenk getragen, bieten die unterschiedlichsten Funktionen. Die VivoSmart HR von Garmin ist unter den Fitness-Trackern der Allrounder für den täglichen Gebrauch. Ob Sie jetzt zum Beispiel Sport treiben, dabei die Kalorienmesser, beim Schlafen die Schlafüberwachung, beim täglichen Gebrauch Ihr Herzfrequenzmesser. Dabei ist die Uhr Ihr stetiger Begleiter bei allem. Zusätzlich dazu wird sie natürlich auch als ganz normale Uhr genutzt. Heißt Datum, Uhrzeit, Wochentag wird zu jeder Tageszeit angezeigt und ist mit fast allen Smartphones kompatibel, ab einer bestimmten iOS- oder Android-Version. Im Mediamarkt gibt es aber nicht nur bloße Informationen. Besondere Aktionen mit Fun und Action demonstrieren die Funktionen der Geräte und zeigen dem Kunden alle Informationen beim Selbsttest. Für jeden Anspruch bietet die umfangreiche Modellreihe von Garmin die passende Lösung. Also das hier ist das Topmodell von Garmin, das ist die Vivo Active HR. Der Hauptunterschied zu diesem Modell ist, dass hier ein Farbdisplay drin ist. GPS-Technologie ist verbaut und das hat noch verschiedene Sportfunktionen, wie zum Beispiel Laufen, Radfahren, Schwimmen oder Golf. Und dadurch wird die Aufzeichnung und Messung der Daten nochmal genauer, weil das Programm dann genau erkennt, was er macht, wie zum Beispiel ein Golfspiel mit dem Aufschlag, dass die Uhr das dann erkennt und dann die Schlaggeschwindigkeit zum Beispiel dann aufzeichnen kann. Was aber hat ein Fitness-Tracker mit einem Toaster zu tun? Das erfahren wir bei Julia, die beim Radfahren nicht nur die Funktionen des Trackers testet, sondern gleichzeitig noch jede Menge Energie erzeugt. Dass dies nicht nur bei einem Toaster funktioniert, zeigen heute bereits Events, bei denen Zuschauer den Strom für Bühnenbeleuchtung oder PA-Anlage per Muskelkraft produzieren. Ja, das Ganze wird natürlich nicht nur trocken vorgestellt, sondern wir haben eine wunderbare Toast-Aktion hier aufgebaut mit zwei Mountainbikes, die freundlicherweise vom Zweirad-Hof hier in Hückelhofen zur Verfügung gestellt worden sind. Und da können sich die Leute draufsetzen, losstrampeln und derjenige, der das braunste Toast dann getoastet hat, der gewinnt nicht nur eine 100,5 CD, sondern kann auch dann beim Gewinnspiel für die Fitnessuhren mitmachen. Für Julia eine Aktion mit Spaßfaktor inklusive Belohnung. Sie freut sich über die gewonnene CD für eine perfekt gebräunte Scheibe Frühstückstoast.